Spatula. Oh. Spatula? Ja. Wir nehmen Spatula und da wird er los zu Double Up mit Juni. 10er Winstreak gerade. Ich jinx das mal komplett und sag, ist free. Wenn du 10er hast, habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht. 12er oder so? Gut. Er spielt auch nur mit dir, da kann man natürlich nur gewinnen. Juni, du bist der Katalysator dieses Climbs. Oh shit. Drag Dealer hat. Ich glaube, Pot of Gold haben wir noch nie genommen. Was ist denn das? Na, kriegst du ein 6-1 mega viel Geld. Och nee, oh nein, 120? Ja, aber aufgeteilt. Nee. Ach so, aufgeteilt. Dann leben noch 4, dann kriegt jeder 30. Ist schon eher lame im Double Up. Aber in Solo ist halt krass, ne? Da kriegen alle noch, also bist du im 1-on-1 und auf einmal gibt es 60 Gold. Das ist crazy. So, Toni, was rerollst du heute? Ich hab ein Echo. Reroll Echo. Ah, ich hab Punk. Ja. Ich hab dabei. Dann schick mal. Hä, hey, wieso hab ich jetzt einen Yasuo auf dem Board? Toni, man beginnt mit einer Unit. Schick mir die bei. Schick mir die bei. Schick mir die. Oh. Da verschnurrt. Finde ich gut, aber wenn du mit Echo startest, einfach so, weißt du, dann ist der Report auch tief gedrückt. Here we go again, guys. Ich habe das Gefühl, es wird mies. Ich hätte mir ja so, wenn du dafür gehen willst. Nee. Du bist für Punk, ne? Punk ist es nicht. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Bait. Weißt du, ich habe so einen guten Punk-Start und dann sagt Riot Gun den Edgy Badge. Nein. Kommen die Uploads auf YouTube mit der Reihenfolge von Twitch? Fast ja. Es gibt einen Bait, den wir eingebaut haben. Die HC10-Runde kommt morgen früh direkt. Ich will nicht für Yasuo gehen. Kann man Edgelord gehen, ohne für Yasuo zu gehen? Ja, es gibt sowohl eine Riven-Comp mit 8-Bit, als auch die normale Yone Crowddiver Edgelord-Comp. Man spielt halt immer nur 3 Edgelords, deswegen ist es halt immer ein bisschen. Oh, jetzt habe ich auch Olaf bekommen. Oh Mann, hätte ich es nicht genommen. Ach Mann. Egal, Olaf Early Game und dann später Pivot auf. Und du spielst jetzt Live for Danger ohne Edgelords. Ja. Ja, man muss sich auch mal was gönnen im Leben. Die K-Comp soll geil sein. Gucken wir mal. Oh ja. Oh, Nomi, geh mal rüber. Nomi ist ein großer Believer. Und Kale? Ja, ja. Der hat schon versucht, dich zu canceln heute, um mir Tukos beizubringen. Tukos Reroll. Oh nein. Diese Big Believer. Da kann man also viel falsch machen? Nee, gar nicht. Deswegen wird das ja spielen. Verstehe. Hier verlustig. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ja, komm, dann weg mit dem Olaf. Oh. Zwei Jinx? Ja. Da bin ich ja sehr zufrieden mit dir. Ja, soll ich dir trotzdem Yasuo 2 bauen? Nee. Ja, aber ein Yasuo 2 spielst du schon, oder? Achso, du hast doch einen. Ich noch ein Superfan?
ich jetzt mein Ken 2 verkauft. Echt jetzt? Scheiße. Happens. Was brauchst du denn? Kale. Ah, hab ich. Sowohl als Headliner, auch als im normalen Zustand. Ja, den Headliner hätte ich gerne. Das heißt, der spielt auch Kale. Ach nee, oder? Aber der hat schon Yasuo-Headliner. Damit ja, der nicht noch... Ja, der ja. Wohl nicht Kale-Carry spielen, oder? Ich finde es ja eher beunruhigend, dass jemand Annie 3 hat in 2-3. Annie 3. Ich wiederhole das einfach nochmal, weil das noch nicht... Agent Champion habe ich mitgenommen hier gerade. Was ist das, was ich habe? Was ist das? Juni. Das ist eine Kale. Ach so, eine Kale. Oh, ja, klar. Aber ich habe sie nicht mitgenommen. So, soll ich dir dann Morde schicken statt die Kale? Nee, ich hätte schon gerne Kale. Na gut. Danke. Musst du wissen. So, ich kann dir eine Jinx schicken oder ich warte, bis ich sie auf 2 habe. Oder einen Twitch. Ja, dann schick mir eine Jinx und verkauf die andere. Ich treffe dich schon. Das war ganz schön dumm. Ich dachte irgendwie, ich habe eine mehr, aber. Naja. Hättest du aber behalten können. Ja, wäre schon besser gewesen, aber. Ja, machen. Oh, gewinne ich jetzt? Oh, ich hätte es nicht machen sollen, glaube ich. Oh, fuck, jetzt habe ich gewonnen. Scheiße, oder? Ah, shit. I'm so stupid. Manchmal denke ich, ich will immer gewinnen. Dabei will ich gar nicht immer gewinnen, weißt du? Manchmal will ich auch verlieren, absichtlich. Ja, aber ich glaube, es ist schon besser, grundsätzlich eher so rumzudenken als andersrum, ne? Ja, aber... Nee. War jetzt voll dumm. Das war jetzt echt doof von mir. Also, frag mal die Anzahl meiner Jinx-Items, die ich habe. Nur Komponenten. Oh, yes, baby! Ja. Da hat jemand Jinx 3 gehittet. Eine tanky Frontline ist ja halt auch wichtig, ne? Da hat jemand Jinx 3 gehittet. Wer denn? Der Möxte. Und das, ja. Nachdem ich dir gesagt habe, verkauf mal deine, ich treff die E. Ja. Brücki Nachricht. Chat, wie schreibt ihr mir da? Woher wisst ihr, dass Brücki mir eine Nachricht geschrieben hat? Hat er wahrscheinlich in seinem Stream gemacht, wa? Weißt du gar nicht live. Woher wisst ihr das? Brücki ist gar nicht online. Jetzt wird's natürlich langsam magisch. Ich bin verwirrt. Du gehst für K3, ne? Dann hatte ich dir mal Kates. Bei Tolkien. Brücki ist bei Tolkien. Jetzt wird's natürlich Brücki hat extrem. Handynummer geleakt? Was? Er hat sie im Stream von Tolkien gesprochen. Achso, okay. Okay, danke, Chat. Süßer Chat. Aber auch ein bisschen gruselig. Ein bisschen? Mause, oh. Was ist denn los? Weil ich bin heute gar nicht da für dich, ne? Oh. Ja, ist du. Ich weiß. Keiner kuschelt dich, ne? Aber die Kimi ist ja da, ne? Ja, wieso für dich? Willst du zu Kimi gehen? Wollen wir mal schauen, wo sie ist?
Wenn Kim in die Küche geht, macht sie die Glastür zu, damit ich hier absolut Ruhe habe für meinen Full-Fokus, bla bla. Und dann kommt der Hund zu mir und sagt, die Tür ist zu, ich kann nicht rein. Oh, Junge. Sorry, was hast du gesagt? Nix, irgendwas Süßes mit Hunden. Sag einfach, oh. Oh. Ja, richtig. Gute Reaktion von dir. Du weißt immer genau, was du sagen sollst, wenn man es dir sagt. Das ist... Ich habe übrigens auch Jinx 3 gehittet. Bin oh, cool. Das ist schön. Das ist wirklich schön, dass du nicht die gleiche Erfahrung machst wie ich vorhin. Nee, nee, nee. Ich habe auch schon 2 Kills für dich. Oha! Wow. Bin heute nützlich. Also, nicht heute, aber in der Runde, maybe. Ich habe K2 für dich. Oha! Aber warte, ich muss noch Kale Headliner treffen. Ja, vielleicht machst du einfach Vigo Headliner und kriegst die Kale for free. Ja, das ist so schlau. Manni. Da rieche ich ein cleverer. So, was brauchst du? Ich brauch Amumu. Und das war's. Amumu eigentlich. Und das war's. Ja, ich glaube, ich spiele witzigerweise nur noch Mumu. Und Pantheon, maybe, wenn du einen siehst und dir denkst, boah, Pantheon 2 passt voll gut in meine Comp. Okay. Dann gib ihn. Warum nicht Hurricane? Ist so der Hurricane-Fan, wenn man nicht Edge of Wings spielt. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Na gut. So ein Nahtzwei nimmt man dann wohl. I guess. Ist der Hurricane Skater mit deiner AD? Ich glaube, es ist eigentlich nur cool, wenn man jetzt geht. Der hat jemand 3 Kates, aber ich habe ihn dafür zerstört. Ja! Yeah. Gib ihm. So, Tony, du musst dich jetzt anstrengen. In 3-5 kommt ein Schick-Item. Ja. Und ich hätte gern Spatula mit einer Component. Mit einem Component-Anvil? Ja. Na klar. Boah, nehme ich jetzt Vigo oder Akali? Ich hoffe, jemand nimmt mir diese schwere Entscheidung ab. Ich glaube, du nimmst Vigo. Weg mit dir. Oh, das war knapp. Der wollte es auch haben. Hast du gesehen? Oh mein Gott. Ja, ja. Der hat Auge gemacht. Der hat richtig Auge gemacht, ey. Hey. Natürlich Vigo. Nee. Actually ist egal. Beides gut. Ja, auch Vigo ist schon besser, aber. War ja nicht deine Entscheidung. Ich habe leider nur eine Spatula für dich. Ah, nehme ich dir auch. In der Not. Geht's uns gut. Ach, warum roll ich? Ah, deswegen roll ich. So, ich habe noch eine Kale für dich, aber ich kann sie dir noch nicht schicken. Ja. Yeah. I was a believer. Ich hab auch... Soll ich dir einen Amumu schicken oder soll ich warten? Oh, wart ruhig. Mein okay. Bot hat gerade noch keinen Platz für den Arm. Der hat einen ganz wütenden Olaf.
Mit drei Tank-Items, das hat man nicht so oft. Boah, ich hab Kayle Headliner getroffen. Ich glaube, ich nehme es, Johnny. Aber ist es Pentakill? Nee. Ja, dann würde ich es auch nehmen. Ja. Was hat die denn für einen Headliner-Effekt? Ich weiß gar nicht. Die kommt noch nicht gespielt. Nee, nicht. Was steht denn da? Plus 20% Attack-Speed. Attack-Speed. Schon lame, ne? Nein, das ist voll cool. Ich meine, das ist voll gut. Scaled ja auch mit deinen anderen Items dann, ne? Genau. So muss man es ja auch mal sehen. Ich kann dir geben, Toni, ein Spatula, Thieves Glove, zwei Training Dummies oder drei Two-Cost Champions. Guck mal, ich habe Sleight of Hand. Dann haben das alle, oder? Alle. Ja. Ja, dann nehme ich Thieves Glove. Das ist gut. Good shit. Frage ist, sollte ich das dann eher auch auf Kayle geben? Nein. Gar keinen Fall. Dann nicht. Aber Nah ist zum Beispiel sehr gut damit. Ja? Ja, der skate seine Extra-Hälfte hier kriegt, skate mit AP und sein Damage skate mit AD. Na gut. Auf Two-Side hat er 550 AP-Scaling und 335 AD-Scaling, das ist schon illegal. Das ist schon not bad. That's really good. I'm not sure if I'm really good here. You ich are. Glaub, ich hab noch nie mehr als 10 Gold. Aber als ich's hatte, hab ich auch sofort gerollt wie so ein Idiot. Aber Golden Ticket macht doch zu viel Spaß, ne? Mit Kranken ja. Denkt man sich so, boah, komm. Das ist echt so, das ist echt so, das ist noch richtig süchtig. Das ist so, ha, einmal geht noch. Ha, einmal noch. Letztes Mal. Wir haben einfach welche einen besseren Winstreak als wir, obwohl es bei uns echt gut läuft. Ja, mir geht's nicht so. Also doch, mir geht's gut, aber ich habe eben verloren einmal. Hm. Du bist also schuld. Edward's unlucky. Ja, ich bin schuld. Ich suche immer noch nach Pantheon und Amumu. Ja, ich habe beides einmal, aber ich warte noch, dass ich irgendwie was noch... Ach so, nee, schick mir aber den Pantheon. Okay. Oh, ist zu spät. Gleich. Nee, du machst nicht. Gleich wird er ja der andere Schickding, das dauert ja dann 7 Runden. Aber wenn du jetzt geschickt hättest, wäre noch 5, weißt du. Ach so. Wusste ich nicht. Hast du nix. Die Armor rerollen sollen, Leute. Das ist echt Belastung. Nein, ich hab die Kerl nicht umgestellt. Ah, wait, sie kriegt ja sowieso das. Ah, never mind, dann. Wait, jetzt habe ich ihr zwei Gunblades gegeben. Naja. Du magst deine Frontline halt. Naja. Das wird schon. Ja, irgendwie die ganze Zeit noch Level 5 im Winstreak. Jetzt mein Reforge noch, obwohl dann würde ich es auch nicht benutzen. It's fine. Kannst du mir Amumu schicken? Ja. Ein Pantheon verkaufen? Ja, ne? Ja. Schon noch den Schlingel. Ich glaube, ich werde langsam weaker. Jetzt habe ich schon wieder die Kayle nicht umgestellt. Fuck. Aber auch allein, dass sie Double Gunblade hat, ist schon so fucking Game Over. Nee, aber du spielst auch Superfan. Wenn du Superfans runternimmst und dir ein drittes Item gibst, auch nur eine Component, dann fallen alle Items in der nächsten Runde runter. Du bist so schlau, Johnny! Ich bin einfach nur dumm genug, diesen Fehler schon ein paar Mal gemacht zu haben. Oh, Best Friend Valley. Arbeit. Ist ein langer Tag, Leute. So, das mache ich.
Plate. Jetzt hat sie natürlich eine Runde lang kein Rage-Bait. Das ist natürlich ziemlich bad, aber naja. Naja. Ich glaub, Opfer müssen gebracht werden. Und es wäre auch erstmal besser, dass sie Double Gunblade hat als nix, aber naja. Warte mal, wie baue ich denn meine Comp gleich um? Voll, jetzt verliere ich. Mann, das war so schlecht von mir. Nein. Ich glaube, ich so oder so verloren. Ein Spatula macht mich glücklich. Ja, 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 ja. Mich nicht. Aber der Viego macht mich sehr glücklich. Oder? Doch. Mich macht die Poppy glücklich. So. Warum war die Idee von euch, dass Poppy ja besser ist, Leute? Was ist die Idee? Würde ich wieder Guardian droppen oder so? Ja, was mache ich jetzt mit den ganzen Gunblades? Oh, eins gebe ich Katus! Brillant. Übel schlau. Das Leben einfach durchgespielt. So, echt? Warum ist jetzt Poppy besser, Leute? Weil mein Twitch wegspielt. Best Friends Value, oh ja. Hauptsache ich pick ein Augment und nutze es dann kein einziges Mal. Ist gut. Was habe ich eigentlich für ein Augment? Edge Lord's Attacks deal 40% of their damage to enemies within one hex of their target. Oh. Cool. Das war dein erstes Augment, ne? Ja, aber ich habe einfach nur Edgelord gesehen und habe es genommen. Sehr gut. Ich habe das ein paar Mal gespielt, weil das eher bad, aber ich glaube mit Kay, das ist actually gut. Ich habe dann die Kay gespielt. Ja. Ich glaube, du bist da was Großes auf der Spur. Ich habe gleich das erste Mal 20 Gold, Toni. Dann geht's richtig los. Oh lol, okay, I see. Ich hitte irgendwie alles. Nice. Ja, ist auch am Mumu 3, oder? Ich gehe am Mumu 3, ja. Dann sammle ich weiter am Mumu. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Was dachte ich mir? Was kann ich dir denn Gutes tun? Ich bin halt ja, Level 6 so, ne? Ja, ja, tatsächlich. Ich könnte ja dir vielleicht einen Morde 2 holen. Oh, ja, das oder ist Morde. Ein Morde oder Nico wäre gut. Nico. Okay. Ach komm, ich markiere die mir mal, ich vergesse das eh gleich wieder. Nico Morde. Beide leuchten jetzt. Nice. Ja, ich weiß so nicht, Toni, das wird glaube ich alles sehr eng. Die unten kommen mit richtig Karacho. Wir haben Hartz D7. Und der andere hat Hartz D5. Ja, natürlich auch 50 HP mehr, ne? Schon. Aber wir sind ja nicht umsonst die krassesten hier. Vollkommen richtig, ja. Ja. Ansonsten finde ich einen Lucian toll, einen Yorick. Alles klar. Ja, ich bin gleich Level 8. Na gut. Ich werde wahrscheinlich heute irgendwann noch Level 7. Das ist meine vierte Armor. Das ist ja wirklich ein winziger Haufen Kacke. Da muss jetzt ein Bogen drin sein, ansonsten gehe ich Mental. Okay, Glück gehabt. Nico hätte ich schon mal safe gerollt. Ja gut. Oh, danke. Gerne. Das kann man nicht retten, Leute, oder? So, was wolltest du nochmal? Amumu.
Ja, aber auch Yorick oder so, oder ne? Yorick, Lucian. Lucian war es, ja. Fast alles an Five Course, was du siehst, kannst du. Muss ich mal fragen. Ich hab ne Kiana, brauchst du die? Nee, ich glaube, es ist zu kompliziert. Es geht garantiert mit Senna oder so, aber. Ah, nee. Da muss ich sehr viel denken und ich glaube, kurz vorm Spandau-Inferno hört man Denkprozesse lieber auf. Okay, es kann jetzt was Game-Changendes passieren. Ich kann dir ein Radiant-Item schicken. Radiant-Item. Für 30 Gold. Boah! Ein Artifact-Anvil oder ein Champion-Duplicator. Boah, ein Radiant-Item klingt mega. Gut, jetzt bin ich arm, aber viel Glück damit. Oh. Ja, ich glaube, ich muss jetzt für Pantheon 3 räumen. Ich gehe nicht gern, warum er da war. Also. Ach, Leute, ich kann einfach kein Best Friends spielen um die Uhrzeit. Einfach dumm. Ich spiel Best Friends, aber ich habe gar keine Freunde. Er spielt diese Comp, die du eben gespielt hast, glaube ich. Aber ich bin trotzdem besser. Go. Hast du noch ein Schick-Item? Nee, ne? Nee, aber sollte ich bald wieder haben. Okay. Oh. Jetzt. Du kannst einen Lucian haben oder einen Amumu. Ja, warte. Ich kann dir Thieves' Grove schicken. Die wolltest du ja, ne? Ja. Ja? Ich würde einen Lucian nehmen. Vielen Dank. Die Blume. Ja, dann würde ich jetzt noch einen Pantheon nehmen. Zähl mal die Amumu, bitte. Okay. Also wenn du irgendwann mal Chat-Interaktivität willst, ne? Dann pick Best Friends und spiel es gar nicht. Ja. Dann das sind die Leute really wach. F steht für Freunde, die was die unternehmen. Was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. So. Krieg ich jetzt auch mal ein Item für meine Jinx? Nee, ne? So eine Kacke. Oh, das ist aber gut, ne? In 8% Max Health. Leute, ich sag's ehrlich, ne? Dafür, dass ich Golden Ticket habe, bin ich ganz schön enttäuscht, dass ich immer noch kein Pantheon habe. Mein Katus kriegt nur Tank-Items oder AE-Items. Was soll das? Wolltest du dir nicht dein Gunblade geben und damit keine Randomized Items? Ja, aber dann hast du mir noch einen Thief's Gloves gegeben. Mm. Ich bin unbefucking siegbar. Ja, Party mal. Frau unbesiegbar, danke. Also wenn mein Pantheon 3 wäre, ich glaube dann ist Zappenduster. Da. Ja, ganz sicher. Der hat das Radiant. Hey, warte mal. Ich roll hier die ganze Bibliothek leer, ne? Alter, soll ich. Ich verkauf Mordekaiser einfach und mach Yorick rein, oder nicht? Mit allen Tank-Items? Ja, normalerweise spielt man auch Echo in der Combo, oder? Was? Ja, mach das. Aber spielt man nicht normalerweise Echo in der Combo? Und deswegen nee. Mordekaiser?
Nee, aber man geht normalerweise Morde 3. Ich glaube, Morde 3 ist einfach das gut. Das ist wahrscheinlich ein Grund, ja. Aber ich habe keinen Morde 3 gefunden. Ja, aber Yorick mit den Items ist super sick. Nee, Cutters brauche ich für Executioner. Ist schon ganz geil. In Morde verliere ich nichts so. Hilfe! Oh, hast du verloren? Mhm. Also. Ja, Pantheon der wenig. Es ist so krass. Also ich meine, ich habe, wie viel Punk-Bonus habe ich? 108%. Da muss ich ja schon sehr viel gerollt haben. Ja, ich glaube, der Yorick-Bug mit Superfan Ragebait ist fixed. Ja, ja. War im Hotfix. Oh nein. Nee. Okay, aber wenn ich jetzt Pantheon nicht finde, dann weiß ich auch nicht weiter. Nur noch Lilia-Items geben, ne? So. Wir rollen, ne? Ja. Ich habe einen Twitch gerollt. Brauchst du eine Kiana? Nee. Gibt noch einen Lucian für dich. Ja. Wenn du noch einen findest, weil ich glaube, ich finde keinen. Junge, mein Pantheon ist so ein Biest jetzt. Aber leider bin ich einfach keins. Er lost. Das ist nicht gut. Dann wird's hart. Darf dir in der Theorie wieder was schicken? Was wäre es denn? Nix, glaube ich. Oh, Vex ist es bei mir. Okay, die Leute, das wird sonst nix. Yorick, wenn du findest, oder du findest keinen, dann bist du low level. Also, no front. Ist okay, I take it. Ich meine, es ist nicht gelungen. Ich habe dreimal Titans Resolve auf meinen Handschuhen. Was? Ich verliere nur noch. Scheiße, Alter. Ich gewinne. Gegen den bin ich winning. Gegen den anderen bin ich losing. Oh, ich habe einen Lucian. Hast du nicht auch noch einen Lucian? Ja, ich habe auch noch einen Lucian, aber ich habe noch keinen Schicken. Aber wir schaffen es auf jeden Fall noch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Vielleicht kann ich auch Lucian aus dem Karussell nehmen. Junge, der Pantheon hat so Bock, ne? Der hat für dieses Radiant Ich sterb nicht Item. Und dann stirbt er auch nicht. Besser ist. Nee, die Aufstellung besser, ich glaube nicht. So, hoffen wir mal, dass er eine Ari trinken kann. Dann wäre auch der erste Champion im Game, der das kann. Oh, let's go, I'm winning. Oh, let's go. Ja, der andere ist leider der Starke, ne? Ich habe überlebt, bis du kamst. Oh, let's go. Oh, let's go. Double Damage. Klingt so viel, aber. Boah, es ist intens, ey. Ich glaube, für dich ist Hyperpop was, oder? Ah ne, du spielst eine andere Combat, als ich dachte. Never mind. Weil ich es, was ich hier gesagt habe. Ich kann dir den Vigo auch schicken, wenn du den haben wolltest. Ich kann dir, glaube ich, gar nichts gebrauchen, aber Gold wäre geil gewesen. Egal, ich habe einen Sieg sogar. Okay, ich kann dir einen Lucian schicken, ja? Ja. Ich finde nichts.
weiß nicht gut, was sie machen sollen. Oh, I'm winning. Super hart. Junge, du gewinnst einfach gegen das Anyboard. The fuck? Easy peasy. Niemand spielt Any gegen den Any-Spieler. Ist echt so, oder? Ich glaube, die Gegner sind gerade schon am Schwitzen. So. Der hat jedes Mal die perfekte Ausstellung gegen mich. Aber ist einfach egal. It doesn't even matter. In the end. In the end, we're always krasser. Ah, Leute, ich glaube nicht, dass das lohnt. Ah, gegen den verliere ich, ne? Erstmal stirbt die Vi, dann die Amumu und dann der Pantheon als letztes. Dann halte ich vielleicht aus, bis Tuni hier ist. Hm, ja doch, ich gewinne. Nein, ich gewinne auch. Nice! Irgendwie die Intel sind wir einfach stärker geworden. Ich würde den so easy wegmachen. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, dieses Radiant-Item, was du mir geschickt hast, da hat einfach das Game gewonnen für mich, ne? Echt? Ja, Dragon's Claw? Jo, guck dir mal den Pantheon an, ey. Der hat den letzten Fight hat der 17.000 Damage getankt. Der kriegt halt 18% Max-Save. Dann ist er bei 5,5. Dann hat er einfach 160 CMR und Ari und Annie nur so, solltest du nicht sterben? Aber das ist was nicht hattest drin. Du? Ach, war das ein Random, also jo. Ohne Anvil? Naja. Das wusste das auch nicht. Ich dachte mir so, yo, übel scheiße. Und dann auf einmal, damn son, it's really good. Was ist nicht? Ich habe den Twitch nach Jahren. Finde ich ihn noch so oder was? Jahrzehnten. So krass, dass ich einfach nur noch einen Charakter habe, den ich ausrüsten kann. Weil alle anderen haben ja schon alle Items. Das erlebt man auch echt nicht so oft, ja. Ich habe einfach eine voll equippte 1-Gold-Unit, die mir nichts bringt. Ja. Aber guck mal, jetzt habe ich alle, ich habe alle equipped. Ich habe kein einziges, ich kann kein, also ein Teil-Item kann ich nur ausrüsten, aber sonst nichts. Ah, die Sorgen hatte ich nicht, aber... Crazy. Der Lucian 2 Punk. Go, GG. GG. Das war eine geile Runde. Ja, das ist, also, ich weiß es nicht. Nicht so nützlich, glaube ich. Ich glaube, das war tatsächlich eine Runde von dir. Ich war sehr gut dabei, ja. Aber Tuni hat er jetzt auch. 3, 9, also warte, wir können ja einfach 8 Units mal 3 rechnen. Das ist halt schon krass. Und es ist eine Punktlandung, 2 Minuten vor Spin. Let's go. Tuni, es war mir ein absolutes Fest. Ich danke dir. Ja, mir auch. Ich wünsche dir noch einen guten Stream. Viel Spaß beim Zocken noch und gutes Durchhalten, ne? Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss. Sound muted. Ja, das war doch eine Runde mit Tuni. In dem Sinne, ne? Schaut bei ihr vorbei. Euer Johnny.